Hallo, liebe Widder, herzlich willkommen zu eurer Jahreslegung für 2023, Entschuldigung. Ja, wir gehen voran, das Jahr des Wagens, ne, nicht wieder zurück. Also schauen wir mal, was denn hier jetzt auf euch zukommt, wohin ihr unterwegs seid, was ja so wichtig und wesentlich wird. Wir haben hier eine Einführungslegung, es gibt dann auch eine Fortführungslegung, wo wir dann Monat für Monat schauen, ja, was denn jetzt dran ist. Was herausfordernde und unterstützende Energien sind, die Schwerpunkte, ja, wo es hingehen soll. Und ja, wir haben natürlich einfach auch noch einführende Karten jetzt hier, die eine Überschrift, unterstützende Botschaften auch für die Liebe, noch ein Hinweis, ein Impuls, ein Thema und hier mit den Tools für die neue Zeit, ja, das, was dir an die Hand gegeben ist, ja, als Segen, als Werkzeug, als hilfreiche Unterstützung einfach für deinen Weg. Ja, schauen wir mal. Was haben wir denn hier als Thema für dich? Birth, die Geburt. Universal Energy brings you opportunities and possibilities. Ja, universelle Energie bringt dir ja, Möglichkeit und Gelegenheit. Umgedreht, Gelegenheit und Möglichkeit. Ja, geht es um ein Stück weit Geburt in verschiedenster Hinsicht. Vielleicht steht tatsächlich Geburt an, die Geburt eines Kindes. Ja, macht sich da ein kleines Universum zu dir auf, sozusagen. Und darfst du dieses Leben, diesen Mensch, diese Seele, aber eben auch dich selbst und alles, was sich damit verbindet und verändert, ja, einfach auch kennenlernen und erleben, ne, entdecken. Ja, die universelle Energie bringt dir Gelegenheiten und Möglichkeiten, ja. Da halte dich einfach auch offen, ja. Es scheint hier für dich auch um ja so eine Art Geburt dieses Jahr zu gehen. Startest du vielleicht neu mit ja mit einem Job oder mit einer Beziehung an einem neuen Ort, Wohnort, ja. Darfst in Entwicklung hineinkommen und ja, zur Welt kommen. Ja, du selber darfst ja auch wirklich zur Welt, zur Geltung kommen, zum Ausdruck. Ja, ne? Entdeckst du dich vielleicht auch sehr dieses Jahr? Ja, wofür dein Herz schlägt, wo es hingehen soll? Schauen wir mal, was gibt es für Impulse in der Liebe? Die Werkzeugkarte schauen wir dann erst später an. Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Und du darfst ohne Angst lieben. Mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Ja. Sehr viel Anziehungskraft für die Liebe, genieße es auch immer wieder. Gibt es ja Möglichkeiten, Chancen, einen Menschen kennenzulernen oder ja, sich gegenseitig, falls du schon in Beziehung bist, anzuziehen, da zu wachsen in eine, ja, romantische Liebe hinein, also in Liebe, die ja wohlfühlen lässt. Sich gegenseitig annimmt, wohlgesonnen ist, ja. Mach dein Herz auf, ne? Für die höchste aller Energien, für die Liebe, ja. Öffne dich der Liebe, und lass dich führen dadurch, ja. Du brauchst keine Angst zu haben, ne? Ja. Lass all das einfach auch los. Was dich bindet, was dir nicht wohltut, ne, was dich ängstigt, lass es hinter dir. Es gibt hier eine Menge neuer Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Ja, da steh auch in Liebe zu dir selbst. Ja, lerne dich selber kennen, ne, wie anziehend du bist. Ne, ja, wie wundervoll dein eigenes Leben ist. Ne, was es für Möglichkeiten birgt.
und für Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, lass zu, dass das Liebe dich leitet, dich erfüllt und leitet, ja, und ja, einfach auch zum Geben anregt, ja. Ja, schauen wir mal mit dem Erzengel-Tarot wieder, wie beim letzten Mal, was es hier für Energien gibt. Gib mal einmal deine Energie hinein. Und dann schauen wir für die vier Stationen im Jahr. Ich sehe gerade, ich glaube, ich muss die Karten etwas anders legen. Ja, sorry. Ihr seid die Ersten, mit denen ich starte. Und da ist manches noch ein bisschen ungeschickt. Entschuldigt. Ja. Ja. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und die zentrale Energie, die haben wir hier in der Mitte. Das ist 5 Gabriel. Ja. Eine Herausforderung, die du meistern kannst, ziehe dich aus den Dramen anderer zurück. Sei geduldig mit dir selbst und den Menschen in deiner Umgebung. Fünfter Stäbe. Ne? Die 5 Gabriel entspricht den 5 der Stäben. Ja, Auseinandersetzungen in dir, um dich. Ja, aber es sind konstruktive Auseinandersetzungen, Herausforderungen, positive Herausforderungen. Da möchte etwas in Anordnung kommen. Ja, sie puzzelt hier und legt das Muster zurecht. Ja, vielleicht erlebst du an manchen Stellen auch Konkurrenzsituationen, eben Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, aber sie wollen dich oder auch euch miteinander jeweils in den Beziehungen, in den Situationen hineinbringen, in ein positives Lebensgefüge, ja, in Lebensenergie, so dass alles wirklich an seinen Platz findet. Ne? Bei der klassischen Darstellung der 5 der Stäbe ist es ja so, ne, dass die Jünglinge miteinander konkurrieren, wo jetzt ihre Energie sozusagen am besten Platz findet und das Pentagramm angeordnet werden soll. Ne? Und das steht ja für Lebensenergie, für, ja, dafür auch, dass alle Elemente in Balance sind, ausgewogen sind, alles sein am rechten Platz ist, ja. Ja, ne, es rüttelt sich zurecht, alles. Aber möglicherweise findet dieses Jahr noch nicht alles so an seinen rechten Fleck, aber es sind wunderbare, konstruktive, ja, Auseinandersetzungen, kommen viele Ideen, ja. Begeisterst du dich mit anderen gegenseitig, ja, vielleicht um ein Projekt auch voranzubringen, ein Arbeitsprojekt, ein, ja, ein Familienprojekt. Ja, gilt es sich einzurütteln, ja. Eben hier gerade mit der Geburt ist das ja auch so angezeigt, ne? Da ist etwas im Entstehen. Ja, möchte zur Welt gebracht werden und ja, seinen Platz einfach auch finden. Ja, schauen wir mal auf, nein, halt, entschuldigt mal bitte. Hier wollen wir auch gleich mal noch die Lenormand-Energien dazulegen. Ja, immer 3 Energien kommen hinzu. Okay, die wollen gleich zueinander. Ja, was haben wir hier an der Untersonne? Ja, Mensch, die Sonne. Schaut mal. Glück, Energie, ja, ganz viel Energie. Die Stäbe sind halt auch ganz viel Energie und da kommt ja auch ganz viel Energie zu, ja, von der göttlichen, geistigen Welt. Ja, ganz viel Inspiration. Es
lässt sich noch ausbauen, ja. Aber vielleicht ist das auch erstmal das Maß, was du verträgst, ja. Auf alle Fälle, ja, kommst du hier wunderbar in Energie, geht es vielleicht auch darum, wieder zur Genesung und Energie und Ausstrahlung, Gesundheit zu kommen, ja. Etwas ans Licht zu bringen, ja, zur Welt zu bringen, ja, in Glück zu finden. Wirst du mit Glück gesegnet? Ja. So, jetzt schauen wir, was zeigt sich hier. Königin Gabriel, leidenschaftlich, charmant, brillant, unabhängig. Du kannst in diesem Moment alles tun. Mach deine Träume wahr. Die Fähigkeit, hilfreiche Personen anzuziehen. Ja, so für das erste Quartal sozusagen bist du sehr, ja, leidenschaftlich engagiert, ja, beherzt, mit Ausstrahlung, unabhängig. Ja, vielleicht geht es auch um Selbstständigkeit, das kann auch sein. Aber ja, bist du einfach sehr selbstbewusst unterwegs und kommt ja auch viel Energie zu. Ne? Es ist die Königin, also nicht von ungefähr gekrönt, ne, sondern eben das, was sie kann, was sie tut, wer sie ist, ne, das adelt sie einfach auch sozusagen. Ne? Aber es ist so ein bisschen eben die introvertierte Energie oder so die im engeren Umfeld, ja. Naja, vielleicht hast du dich hier einfach auch sehr in deinem engeren Umfeld oder für dich selbst einfach auch gut auseinanderzusetzen, ne? Wo es hingehen soll, ja, wie du auftreten möchtest, wofür du dich engagieren möchtest. Kann so ein bisschen mütterliche Energie auch sein, ja, sehr selbstbewusst. Die Königin der Stäbe, die nimmt ihre Kinder an der Hand und bereist damit die Welt, ja. Aber das, was du tust, das gelingt dir einfach, ne? Das ist einfach auch wirklich mit viel Energie versehen und bringt dich voran und da hast du auch gute Ideen, ja. Ja. Mit dem Herz geht's los. Die Liebe, ja, die Beherztheit, die Herzenskraft. Ja, kommt hier vielleicht eine Liebe in dein Leben? Wird die Liebe stark? Ja, stehst du ganz zu dem einfach auch, was dir am Herzen liegt, gehst damit voran. Ja. Es wird jedenfalls wichtig sein, ne? Aufs Herz zu hören. Ja. Was haben wir weiter? Die Sense, ja, da kann vielleicht auch etwas dann sehr plötzlich dann vorangehen, ne? Gerade wenn du für etwas Herzensentscheidung triffst, ne? Ja, oder eben deine Liebe zu etwas findest auch, ne? Gerade wenn sich ein Kind ankündigt, dann ja, verändert das einfach auch, ne? Und bringt die Liebe einfach auch so richtig zum Aufleben, ja. Ja, hier kann etwas wirklich sehr schnell dann vorangehen, sehr überraschend. Kommst du in Ernte? Ja, vielleicht spielen ja auch Verletzungen eine Rolle, das kann sein, ja. Aber ne, da wo der Stiel der Sense hinzeigt, also die Spitze nicht hinschlägt, da liegt der Gewinn. Ja, die Ernte ist sozusagen die Liebe, die Herzenskraft, ne, das Engagement, die Leidenschaft, die Hingabe für etwas. Ja. Oder jemanden auch, ne? Ja, und dann haben wir noch die Blumen, die ja für den Selbstwert stehen, für Erblühen, für Gelingen, ja, auch für ein Geschenk, ein Date, ja. Geht es in der Liebe vielleicht sehr plötzlich auch voran, ja? Und ja, entwickelt sich hier intensives Erblühen, ja, stärkt dich auch in deinen Selbstwert, ja, das, was du tust, tut dir einfach gut, ne? Wird erblühen und vorankommen, ja. Da kommst du auch ganz zur Ausstrahlung eben, ne?
Ja, vielleicht sind hier gerade in der Zeit dann auch sehr viele Treffen, Dates, Termine sehr wichtig, ne? Passiert so richtig viel. Ja, also das muss jetzt nicht etwa nur in der Liebe sein, ne? Sondern ja, natürlich auch im Beruflichen zum Beispiel, ne? Dass da vieles an Terminen vielleicht ansteht, viel zu erledigen ist, ja. Ja. Vielleicht kommt es ja auch zu gewissen Einschnitten, durchaus in der Liebe oder vielleicht auch, ne, in der Entwicklung in einem Herzensprojekt, aber dann geht auch wieder das Erblühen voran, ja. Ja, schauen wir weiter. König Gabriel. Na, sowas hier. Der König. Na, der ist natürlich einer, der geht dann wirklich auch nach außen. Ja, bist du ja, ja, hast du für dich vielleicht einfach auch viel sortiert, gerade in dieser ersten Zeit des Jahres? Na, habt ihr euch miteinander eingerüttelt in der Liebe, vielleicht im familiären Bereich? Ja, kommt hier wieder einfach auch mehr Lebendigkeit, mehr Leben hinein? Ja, im Beruflichen geht das dann auf alle Fälle auch Richtung Selbstständigkeit hin, zeigt das die Selbstständigkeit an, ja. König Gabriel, großzügig, inspirierend, dramatisch, engagiert. Behalte das größere Bild im Auge, die T Details überlasse anderen. Erfahrung, die zu Erfolg führt, echte Sorge um andere. Ja. Ja, nachdem sich vielleicht hier zum Beispiel mit der Geburt eines Kindes vieles vielleicht auch eingerüttelt hat, dann gehst du bewusst auch nach außen, ja, kannst dich da einfach auch wieder mehr engagieren, trittst einfach mehr hervor. Auch vielleicht ist es auch ein König der Stäbe, der hier jetzt von Bedeutung ist, wie hier auch die Königin der Stäbe. Das kann dann hier zum Beispiel mit Schütze in Verbindung stehen, hier mit Löwe. Mit dem Sternzeichen Löwe ist das von Besonderheit. Ja, ziehst du vielleicht tatsächlich einen adäquaten Partner da einfach auch an, jemanden, der auf Augenhöhe ist, ne? Ja. Beruflichen, ne, kann es sein, dass deine Außenwirkung dann einfach auch viel größer ist, ja, dass du vielleicht auch viel mehr Reisetätigkeiten hast, etwas auch noch mal intensiver erkundest, ne? Ja, Pläne schmiedest, Verbindungen organisierst, ne? Ja, vielleicht ist das so eben auch deine Aufgabe im Beruflichen, ne? Dass du dann einfach auch Dienstreisen hast oder Kontakte zu pflegen hast, ja. Hier kommt jedenfalls wächst du noch mehr, einfach auch in deinem Engagement, ja, auch deiner Hingabe, deinem nach außen gehen, einfach auch dein Selbstbewusstsein, ne, nach außen zu gehen. Ja, der Schlüssel. Ja, kommen hier wichtige Schlüsselmomente, Schlüsselerfahrungen, ja, die vielleicht wirklich einfach auch den Weg freigeben, entweder zur Selbstständigkeit oder vielleicht auch zu einer Beförderung. Ja, bietet dir ein Berater oder eben auch ein Vorgesetzter entsprechend die Möglichkeit, ne? So ein Schlüssel, der schließt eine Tür auf, der kann natürlich auch eine Tür abschließen und dann ja, ist da Sicherheit gegeben oder eben ein Zugang verschlossen, ja, aber der schließt einfach auch auf, ja, da gibt es Lösungen. Da gibt es Ideen sozusagen, da gibt es Gelegenheiten, ja, um voranzukommen, ja, in Wachstum, ja, und ganze Reife zu kommen, ja. Der König ist ja dann der Abschluss des Stabzyklus, ne? König der Stäbe. Ja. Vielleicht gibt es hier auch noch mal so eine Art wie eine Weiterbildung oder sowas. Oder ne, gibst du den letzten Feinschliff hinan für eine Entwicklung?
Ja, gibt es auch Lösungen zueinander, falls es jetzt hier ein Mensch auch in der Liebe sein sollte? Na, ja, wächst die Aufgeschlossenheit zueinander? Und die Lebensreise geht voran. Ja, guck mal. Und dann haben wir noch den Brief. Na, ja. Vielleicht gibt es hier auch besondere Wertschätzung, ne, von einem Arbeitgeber und ist das einfach auch ein wichtiger Schlüssel dafür, voranzukommen. Ja, vielleicht auch von bestimmten Behörden aus gibt es hier ja, Bestätigung vielleicht, ne, dass ein Weg frei wird, ne, auch wenn es eine lange Reise ist, ne, langsam vorangeht, aber sie geht voran, ja. Da geht deine Lebensreise voran, auch die Lebensreise miteinander. Ja, die geht hin des Briefes. Ja, also vielleicht eben auch neue Verträge stehen hier an, Vertragserweiterungen in der Arbeit. Ja, einfach auch ist gegenseitige Bescheinigung der Liebe, ne, der Zugewandtheit. Ne. Das kann jetzt realistisch, ne, mit Eheschließung zu tun haben, ja, mit Ehevertrag wird die gemeinsame Reise miteinander besiegelt, ja, nicht nur eröffnet, sondern auch besiegelt. Aber das kann genauso einfach auch im Beruflichen relevant werden, zum Beispiel, oder ja, für dich selbst. Ne. Ja, stehen hier vielleicht auch sehr viele Reisetätigkeiten an. Ja, falls du jetzt wirklich in Selbstständigkeit gehst oder bist, ja, gibt es hier nicht nur wichtige Gelegenheiten zur Entwicklung, sondern hier ist dann ja auch angezeigt mit dem Schiff, ne, das Händlertum, ne, die Fernreise. Ja, wie gesagt, ne, vielleicht gibt es da auch wichtige Geschäftsreisen, wichtige Vertragsabschlüsse. Ne. Ja, ist hier vielleicht auch die Geburt des Kindes, falls das ansteht, ja. Na, kommt so da, sozusagen der Schlüssel, der neue, wird der Weg in die Welt eröffnet, die eigene Lebensreise. Ja, schauen wir, wie geht's weiter für das dritte Quartal. Göttliche Führung, Erzengel Sandalphon, ja, 5, das entspricht dem Hierophanten. Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Denke über eine alternative Herangehensweise nach. Umgib dich mit weisen Lehrern und Freunden. Ja, der Hierophant zeigt die göttliche Führung an, ja, dass da etwas geschützt und gesegnet ist und ja, so sein soll, ja. Ja, weil es einfach auch ein wichtiger Lebensabschnitt ist, auch ein wichtiger Lernabschnitt, ne? Ja, wird miteinander gelernt, in der Familie, ne, mit dem Kind, aber vielleicht auch, ne, im Kollegium, ja, in der Selbstständigkeit, ne, in der Liebe. Ist man ein Schlüssel füreinander, ja, ist man einander zugewiesen, ja, egal in welchem Bereich, ne, aber dieses aneinander verwiesen sein ist hier sehr geführt, ne. So dass du mindestens du selber einfach auch für dein Leben hier etwas Bedeutsames lernst. Ne? Dass ja einfach, dass du auch geschützt und gesegnet bist und deine Lebensreise einen Sinn und Ziel hat. Ja? Ne? Wir haben ja wieder eine Fünferkarte und das ist diesmal in der großen Arkana. Ja? Da werden eben vielleicht diese Auseinandersetzungen noch einmal intensiv sein, aber eben auch sehr wichtig, ne? Ja, denk über eine alternative Herangehensweise nach, ne? Vielleicht darfst du hier wirklich auch noch mal nach Rat und Inspiration suchen, sehr. Ist das eine wichtige Entwicklungszeit, ja? Ja, dürfen vielleicht auch Traditionen, Glaubenssätze, ja, die bisher einfach auch sehr prägend waren, nochmal geprüft werden. Ne? Ja.
Hier haben wir die Sterne, die ja auch für die göttliche Führung stehen. Auch dafür, ne, dass etwas in Erfüllung geht, ne, ein Wunsch auch in Erfüllung geht, etwas gesegnet ist, sich auch mehrt, ja, ne, in Gelingen kommt, auch klar wird überhaupt, ja, hier klar wird, wo es hingehen soll. Ja, sich einfach auch ganz viel Offenbarung zukommt. Ne? Vielleicht ist das wirklich eine wichtige Zeit, ne, wo dir ganz viel Inspiration und Klarheit und Wahrheit auch zukommt. Ne? Ja, die Schlange und die Wolken. Ja, naja. Die Schlange, die kann für Kompliziertheit stehen, für Rivalität eben. Ne? Ja, vielleicht zum Beispiel auf der Arbeit, ne, kann hier nochmal eine intensive Zeit auch der Rivalität vielleicht stattfinden, auch untereinander. Ja, vielleicht in der Beziehung, ne, gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten, ja, noch sich miteinander hier. Falls ein Nachwuchs wirklich jetzt ansteht oder ne, schon zur Welt gekommen ist, miteinander eben einzurütteln. Ne? Ja, und kommt hier vielleicht auch nochmal so ein Stück weit Betrübung hinein, Betrübnis, Unklarheit, Unsicherheit auch im persönlichen Auftreten. Ja. Die Schlange zeigt auch Heilung an, ne? Dass wirklich da ein vielleicht langer Weg, eine lange Entwicklung, ja, auf an ihr heilsamen, an, ja, ein heilsames Entwicklungsstadium kommt. Ne? Und die Schlange als Rivalin, die steht nicht etwa nur für eine andere Geliebte, einen anderen Geliebten, sondern na, die kann auch für deine eigene, für dich selber stehen, ne? Für deine eigene Rivalität gegenüber dem anderen. Ne? Das ja, zum Beispiel dann wirklich auch ja, Auseinandersetzungen geschehen, aber vielleicht eben hier etwas auch euer Zueinander, ne? Ja, noch nicht völlig geklärt ist, ne? Noch nicht stabil ist, noch nicht sicher, noch nicht eindeutig. Ja, und solange, ne, seid ihr dann zueinander in Rivalität, ja, seid ihr Rivalen für das Single-Sein des anderen, ne, zum Beispiel, ja. Möglicherweise wird hier auch sehr bewusst, ne, wo es für dich im Leben hingehen soll, eben gerade auch beruflich oder auch mit Selbstständigkeit, ne. Gerade auch nachdem du noch mal so einiges überschlafen und ja, für dich bearbeitet hast an ja, Glaubenssätzen, an Zielen, an Traditionen, ja, und ja. Geht es dann hier in Richtung Heilung? Es wird ein langer Weg sein dann, ja, und ja, durchaus eben auch mit Unklarheiten gespickt. Ne? Wir haben so vieles von unserem Weg einfach nicht im Blick. Da gibt es immer wieder auch Zeiten von Unklarheit, Unsicherheit, ja. Aber na, bleib dran, geh weiter. Ja. Du habt da keine Angst, du ja, bist geschützt und gesegnet. Ja. Ja, und dann haben wir hier 10 Michael, das entspricht den 10 der Schwerter. Eine Situation ist beendet und du bist endlich frei. Jetzt werden neue Gelegenheiten zum Glück folgen. Lass die Vergangenheit hinter dir. Ja, wir haben hier mit der 5 eine große Arkana, ne, mit dem Hierophant. Und ist das für lange Zeit einfach auch bedeutend, ne, für viele Bereiche.
hat weitreichende Wirkungen und da kann eben eine kleine Arkana, wie die von 10 Michael, also 10 der Schwerter, so ein erster Schritt sein, ne? Eine erste Etappe, ne? Und bei den 10 der Schwerter, ja, bleibt eben etwas auch zurück, ne? Also wird abgeschlossen. Ne? Da ist es genug, vielleicht mit Planungen, genug ja, mit Auseinandersetzungen, genug mit, ja, Vorbereitungen, genug mit Auseinandersetzungen, ja. Auch mit Sorgen und Zweifeln, ja. Ja, es ist genug, einfach auch mit bestimmten, ja, Lebenseinstellungen, Glaubenssätzen, ne? Die Schwerter sind mentale Energie, ne? Und gerade wenn da etwas zu Ende kommt, dann ja, bleibt vor allem mental auch etwas zurück, ne? Also wird abgeschlossen. Ja, eben alte Glaubenssätze, alte Einstellungen zu sich selbst und zueinander. Was haben wir hier? Den Berg, die Herausforderungen. Ja, manche Blockaden einfach auch, ne? Kannst du das abschließen, ne? Was dich blockiert, was dir im Wege steht. Aber hörst du vielleicht auch auf, ja, zu kapitulieren, ne, vor dem Berg, sondern gehst die Herausforderungen an. Ne? Vielleicht steht hier einfach auch sehr viel an zu erledigen, ne, in diesem letzten Quartal. Und ja, darf es einfach auch vorangehen jetzt. Ne? Nachfolgend ist dann das Ass Michael, das Ass der Schwerter, ne? Wird einfach auch klar und deutlich und bewusst, wo es hingeht, wie es weitergeht. Miteinander im Beruflichen, ja. Ja, aber natürlich, das kann schon auch erstmal noch ein sozusagen ein harter Monat sein, ne? Sehr anstrengend, ne? So ein Berg ist nicht leicht zu erklimmen, aber ne, das, was du dann geschafft hast, das macht dich umso stabiler, umso massiver, ja, so unerschütterlicher. Ne? Das Kind. Ja, naja, vielleicht. Ja, ist das nochmal, gerade in Bezug auf Geburt, Nachwuchs, nochmal ein sehr herausfordernder Monat hier mit dem Berg. Und kommt es hier dann zur Geburt? Ja. Gibt es hier einen Neustart miteinander in der Beziehung, ja, in verschiedensten Beziehungen, im beruflichen, ja. Ja, manches kann ich jetzt einfach auch nicht abschätzen, ob was da an äußeren Umständen vielleicht noch einfließt, dass hier Verunsicherung geschieht, Unklarheit auftritt. Ne? Vielleicht sind das auch gesundheitliche Themen tatsächlich, die dann ja hier so ein bisschen ja, die Situation der Unsicherheit hervorrufen, ne? Dass dir dann vielleicht manches auch nicht möglich ist, nicht so leicht möglich ist. Ne? Und gerade in der Schwangerschaft, ja, das natürlich, also ich hoffe nicht, dass hier sehr große Unsicherheiten irgendwie eintreten, ne? Kompliziertheiten, aber es ist nicht auszuschließen. Ne? Ja. Ja, es sind hier vielleicht auch Mutterthemen, die nochmal anzuschauen sind. Ja, das kann dich selber betreffen, dass du das auch vorbereitest sozusagen, ne? Dich selber auch vorbereitest auf die Geburt und ja, dein Muttersein für dich selbst auch klärst. Ne? Wie möchtest du mit deinem Kind umgehen? Ne? Was möchtest du dir vielleicht auch bewahren von dem, was du selber erlebt hast, von deiner Mutter, was aber eben auch nicht. Ja, ne, und es kann natürlich sein, dass dann hier die Schwangerschaft auch zu Ende kommt. Es ist dann ja komplett, ne?
Also, es sind ja eigentlich 10 Monate, ne? 10 Mondmonate. Kalendermonate ist 9, aber ja, insofern kommt es mit der 10 Michael hier auch gut hin. Ne? Aber ne, es gibt natürlich auch für Sonstiges hier neue Gelegenheiten, neue Chancen. Ja, darfst du da auch gut auf dich selber achten und hören, ne? Auf dein inneres Kind, auf die Stimme deines inneren Kindes. Gerade auch, wenn du hier an bestimmten Stellen, ne, sagen wir mal im Beruflichen, in der Berufsfindung vielleicht oder Entwicklung einer Selbstständigkeit, Entwicklung einer Beziehung. Ja, was auch immer, nicht so gut vorankommst, ja, alles sehr zäh und anstrengend läuft, ja, dann hör darauf, ne? Wo möchtest du hin? Ja, was ist jetzt gerade dran? Ne? Die Stimme deines inneren Kindes, das bist niemand anders als du selbst, das innere Kind, aber diese Stimme, die auf das aufmerksam macht, was wichtig und hilfreich ist, ne? Was dir entspricht. Ja, und da haben wir den Mond. Ne? Folge deiner Intuition, ja, das bringt hin zu Erfolg. Schau eben gerade auch innere Kindthemen nochmal an, ja, vielleicht auch Ahnenthemen. ja, vielleicht geht es tatsächlich auch um Mütterlichkeit, um Weiblichkeit, ne? Hier sehr in dieser Zeit. Ne? Ja. Kommst du da in ein neues Kapitel dann hinein? Ja, darfst noch mal ganz anders damit umgehen. Ja, könnten vielleicht aber auch, ne, Ängste sehr vorhanden sein, auftreten. Ängste um das Kind, ne, um euer Miteinander, aber auch in anderen Bereichen. Ja, ob dieser Weg jetzt wirklich auch richtig ist, zu gehen ist. Ja. Ja. Schau dir einfach auch an, was dich innerlich bewegt, ne? Was dich vielleicht einfach auch wirklich ausbremst. Lass das hinter dir, ne? Ja. Ja. Es soll ins Glück gehen, in die Lebensenergie, den Lebensmut. Ja, da hast du vielleicht für dich selber auch sehr viel zu bereinigen, ne? Ja, schauen wir, was gibt es hier noch als Impuls, als hilfreichen, unterstützenden Impuls von den Tools für die neue Zeit? Was ist dir für ein Werkzeug an die Hand gegeben? Sehr passend. Grenzenlose Liebe. Es gibt nur eine einzige Liebe. Liebe ist Liebe. Und sie ist grenzenlos, bedingungslos, ohne Ende und ohne Unterscheidung. Liebe ist das, was im Universum unbegrenzt vorhanden ist. Eine Ursubstanz, die die Basis von allem ist, was ist. Ja. Sei dir selber dessen bewusst, ne? Gerade auch wenn es durch große Herausforderungen geht, ne? Ja, manches sich unklar gestaltet. Ja, lerne dich selber dabei kennen, ja, und lieben, ne? Ja, erfahre dich, ne? Erfahre, wo deine Grenzen sind, ne? Nimm sie natürlich einfach auch an oder ja, schau einfach auch, wie du sie erweitern kannst. Ja, ich wünsche dir einen sehr gesegneten Weg damit. Schau gerne natürlich auch zu späterer Zeit nochmal hinein und ja, nimm auch gerne die Fortführung in Anspruch, wo wir dann jetzt Monat für Monat schauen, was sich hier an Impulsen noch ergibt als Herausforderung, als Unterstützung, ja, und als Tendenz. Ja, dann bis gleich oder bis ganz bald. Alles Liebe, deine Tara von Tarot Rainbow.